So, Freunde, es geht weiter mit Resident Evil Village. Wir sind jetzt im Haus von ein paar Leuten, die uns aufgenommen haben. Vielleicht können die uns erklären, what the fuck is going on. Luisa heißt sie, genau. Luisa, wir haben schon wieder Vieh sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn es so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Was haben wir denn da? Ein Bilderbuch. Bilder vom Schloss, vom Dorf aussieht. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und... Wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut. Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Lass ihn los!
Helena? Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, hey. Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Helena. Helena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. Aus dem Haus entkommen. Alter, es wird ja immer heftiger hier. Glaubst es ja nicht, ne? Kitty McShitface. Ja, da brennt's auch schon. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüssel. Was? Aus dem Schlüsselanhänger. Welchen Schlüsselanhänger? Flintenmunition. Das ist einfach alles abgefuckt. Hier scheint nichts zu sein. Motor starten. Ja, der Schlüssel lässt sich. Ohne Schlüssel lässt sich der Motor nicht starten. Ja, was du nicht sagst. Aber ich sehe halt einen Scheiß. Halt dunkel. Ist halt auch nichts. Da. Wurde mir gerade eine Tür hier angezeigt? So, die ist verschlossen. Na, die auch. Out. Kann ich mir jetzt wieder etwas mischen hier, oder? Habe ich das? Ja. Okay. Da habe ich doch schon reingeguckt, da ist nichts. Und hier den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Ah! Untersuchen Sie Objekte genauer, um eventuell neue Hinweise zu finden. Da ist was drin. Schraubenzieher. Damit können wir jetzt wahrscheinlich dann Dinge öffnen, nehme ich mal stark an. Oh Gott. Mist, das Feuer breitet sich aus. Ja, was du nicht sagst. So. Nutzen wir mal den Schlüssel, um hier rauszukommen. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer.
Wir haben keine Zeit. Daneben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Na, danke. Hat man die Hände hoch. Geht's deiner Familie gut? Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Oh. Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Im englischen Original klingt das irgendwie geiler. Why everyone has to die? Ich versteh's nicht. Ja, ich auch nicht. Why hast du gegen Schleimmonster gekämpft und gegen irgendwelche anderen Chaos. BOWs und jetzt kommen auf einmal Werwölfe. Jetzt alles wieder von vorne los. Und anderweitige Kreaturen. Fuck! Ja, Ethan war vorsichtig im Vergleich zu mir. Er wusste immer, wahrscheinlich die ganze Zeit über, dass irgendwas noch kommen muss. Okay. Schießen wir mal den Locus. So, jetzt haben wir ja diesen Schraubenzieher. Damit kriegen wir dieses Ding wahrscheinlich auf. Was sagt's denn? Dämonenfragment. Das Schlosstor öffnen. Da ballert jemand. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war? Was war das? War das Mutter Miranda, von der wir schon einiges gehört haben? Wo ist der hin? Warum hat sie ihn umgebracht? Da ist die Alte wieder. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Die ist nicht mehr ganz knusprig im Kopf. Aber don't tell me. Das dürfte so richtig sein, nehme ich an. Bisschen noch, ja.
So würde ich auch versuchen, mein Schloss zu schützen mit zwei Fragmenten. Nur Blut und Tod. Na dann. Was ist mit diesem Seil hier? Kann ich mich damit wieder aus dem Wasser holen oder hat das irgendwie einen Grund? Können wir hier etwa wieder Fische töten? Aber gut, dass wir ins Wasser gehen können. Das ist schon mal viel wert. Stimmung einfach vom Dorf jetzt hier rein. Das ist alles ein bisschen düster. Kellergewölbe. Wahnsinn. Alles verrückt hier. Äpfel und Trauben, nehme ich an. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu. Ich verspreche euch, dass man nicht nur das Versprechen Du meinst... Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Wo? Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du kriegst, Ethan Winters. Los geht's! Nein, stopp! 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, und los geht's. Gut so. Lauf um dein Leben. Ich laufe ja schon. Oh Gott. Was?
Ja, weg damit. Weiter so, Ethan. Jetzt haben wir das Triumvirat des Schreckens kennengelernt. Oh Gott. Komm zu den Spielen. Oh, scheiße. Oh, bitte nicht. Kann doch nicht wahr sein. Meint ihr das jetzt ernst? Auch. Oh. Noch mehr. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Alle Größen wahnsinnig. Scheiße. Warte, haben die vielleicht Rose? Irgendwie schon freigeschaltet. 4 Grafen. Das ist kein Triumvirat. Triumvirat 3. Ein Quadrovirat. Alter, alles bestückt mit Fallen. Guck's dir an. Geht hier alles Schlag auf Schlag, ne? Und wir wissen immer noch nicht, what the fuck. Entriegelt. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Was wollten wir eigentlich öffnen? Da wurden wir unterbrochen. Kam er ja hier. Ethan Winters. Diese Folge wird nicht so lang gehen wie die vorherige. Eher so eine halbe Stunde. Okay. Ja, die hängen hier wohl als Warnung. Wir gehen genau Richtung Schloss. Hier kommt jetzt anscheinend der Duke. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Ich mag ihn schon. Du möchtest etwas kaufen? Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Mehr Wumms für die... Was? Mehr Wumms für die Wunne? Wumme. Ankauf. Alles hat seinen Preis. Buy it at a high price. Was können wir verkaufen? Ah. Lemi. M1897. Waren. Okay. Oh, guck mal hier. Ach, das ist ja mit dem DLC als Bonus dabei. Damit kannst du ganz echt... Es hängt vorne an der Waffe dran. Okay. Ausverkauf. Was haben wir da? Zusatzkoffer. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Boah, 10.000. Das ist teuer. Erweitert das Magazin. Lemi. 9.000.
Steche, 8000. Ja, irgendwelche Zusätze kaufen ist nicht. Beim Duke können sie gegen Lei ihre Waffen modifizieren lassen. Okay. Was kostet der Spaß? 640. Ja, das habe ich. Dazu fehlt es dir am nötigen Kleingeld. Ach so, die Stärke wird auf 640.000. Ich habe gar nichts. Kann mir gar nichts leisten. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Alter, nein, hat er nicht gesagt. What are you buying? Hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Diese Easter Eggs sind ja geil. Ach, schön. Das Menü, das sieht auch sehr schön aus. Ich mag das total in diesem alten Stil. Auch mit diesem Rahmen drumherum. Hat was. Und dass die Bilder schwarz-weiß sind. Anyone, anywhere, anytime. Connoisseur of exotic food and drink. Duke. Musik, die im Hintergrund läuft, die ist auch sehr schön. Ich mag das. Nee, aber ich habe nicht genug Kohle. I'm sorry. Danke für deine Treue. Aber warte mal, ich könnte noch etwas Munition kaufen. Das wäre vielleicht eine Idee. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Herstellung Flintenmunition. Lernen Sie, wie Sie unter Herstellung Flintenmunition herstellen können. Das kostet 3000. Herstellung Scharfschützenmunition. Herstellung Mine. Munition kostet 150. Pistolenmunition. Pistolenmunition. Der Unterschied. Kostet nichts. Wählen Sie Objekt, was Sie kaufen möchten. Wenn es nichts kostet, nehme ich es gern. Bleib vorsichtig. Oder war das auch Teil? Nee. Willkommen. Da war doch bei der Vorbestellung auch noch irgendwas mit dabei von wegen Munition. Dann kaufen wir mal welche. Tätigen. Warum geht das denn nicht? Auf Wiedersehen. Aber klar doch. So, dann taumeln wir mal hier Richtung Schloss. Schloss Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Möglich. 5. Januar, Redneck, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, The Duke, Geschäftsgespräch. Scheint ein Tagebuch oder ein Logbuch zu sein. Gib mir das. Pistolenmunition, sehr nice. Keinen Strom wahrscheinlich. Rot markierte Räume sind Räume, in denen es noch was zu entdecken gibt. Wahrscheinlich kann ich die hier zerstören. Ja. Das wäre es. Hier geht es wahrscheinlich um den Aufzug. Oder liegt hier noch irgendwas rum? Von Bedeutung. Ich denke nicht. Jetzt haben wir einfach mal 51 Schuss.
Geht nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Na, sowas aber auch. Mach mir einfach mal alles kaputt, Randale. Randale im Schloss. Oh, nette Vorhänge haben sie, aber Frau Dimitrescu. Da schreit wer? Was bringt eigentlich dieses Bömmelchen da vorne dran, Mr. Raccoon? Ich weiß es nicht. Auch verschlossen. Finde die... Was? Finde eine P-Engel? Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter! Der arme Alter, was der schon für Leid erfahren musste mittlerweile. Das ist ja im ersten Teil nichts gewesen, wo ihm einfach mal die Hand abgesägt wurde. Komme ich jetzt hier raus? Da ist ein Hebel. Bin ich dran. Kann ich irgendwas tun? Ich muss hier raus, bevor sie zurückkommen. Ja. Völlig krank. Da, Heilung. Gönn dir. Mach auf. Umgesetzt.
gesagt, Ethan, sei froh, dass du echt noch am Leben bist. Es hätte es wesentlich schlimmer ausgehen können. Aber nein, unser Held muss ja leben. Ein Glas. Lady Dimitrescus blutrotes Weinglas, wertvoll. Kann ich das verkaufen oder was? Untersuchen. Hat das noch irgendwas? Nö, einfach nur ein Weinglas. Okay. Können wir den Hebel? Nein, können wir nicht. Aber gemütliches Feuerchen. Hm, ist nett. Noch irgendwas hier? Wir haben uns zumindest nicht unsere Waffen weggenommen. Das ist schon mal viel wert. Möchten Sie etwas Blut in Ihrem Tee? Das Schloss ließe sich leicht knacken, aber kriege ich mal einen Dietrich oder so? Wie kann ich es denn knacken? Messer? Nee. Messer einfach rumpulen ist nicht. Von einer Seite verschlossen. Ja. Mädchen bei der Ernte. Dieses Gemälde sagt mir nichts. Ich würde gerne noch zur nächsten Schreibmaschine kommen, um zu speichern. Eine Ratte, lecker. Wenn Sie glauben, Heisenberg war schon wahnsinnig. Was? Ring mit rotem Auge? Ach, da komme ich raus. Okay. Hey, halt! Oh. Nun. Da geht's lang und da geht's lang. Brav gemacht. Das ist doch was. Kristallfragment. Wo haben Sie Rose hingebracht? Jetzt sind wir wieder in der Eingangshalle. Ring mit rostrotem Auge. Das gab's doch schon in der Demo, in der Maiden-Demo. Ein Edelstein in Form meines Auges ist lose in diesen Ring eingebracht. Er ließe sich... Was? Er ließe sich sicher leicht entfernen. Okay, dann... Hm? Okay, ich muss das im Inventar untersuchen. Das kann hier nicht verwendet werden. Ich will es noch nicht verwenden, ich will... Da. Ah. Aber das... Ach, da müssen so Köpfe dran, ne? Und jedes hat eine andere Halterung. 1, 2, 3, 4. Die sind wahrscheinlich auch nummeriert irgendwie. Hahaha! So sieht man sich wieder! Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und? Hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Lady Dimitrescus Gemächer finden. Ah, ja. Das Teilfragment. Im Becher. Warum stöhnt er so? Ein ehrlicher, fairer Tausch. Ich hab Malz zwischen den Zähnen. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ja, okay, den kenne ich schon. Hau mal 9 raus. Okay, jetzt habe ich 8000. Ich könnte eine Knarre verbessern, glaube ich. Das reicht. Die Pistole vielleicht. Feuerkraft 6000. Wäre drin. Wird's, denke ich, mal auch machen. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Nachladegeschwindigkeit 2500.
Ach, mehr ist nicht drin. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, das weiß ich, aber... Nee. Schönen Tag. Danke, Duke. Sehr nett. Okay, hier können wir speichern im Schloss Dimitrescu. Und hier beim Duke mit der neuen Speichermusik von Resident Evil Village entlasse ich euch hier in der zweiten Folge. Und ich würde so gern noch weiterspielen, aber ich muss bald arbeiten. Aber na, da kommt noch auf jeden Fall einiges. Und während der Duke sich hier schön einen abseilt oder rumfurzt, viel Spaß bei den nächsten Folgen von Resident Evil Village und schaut auch gerne in die Horror- und Survival-Horror-Playlist. Da findet ihr derweil, glaube ich, fast alle Resident Evil-Teile, die es so zu spielen gibt, der Hauptreihe und dann auch den Teil 7, falls ihr noch wissen möchtet, was vorher passiert ist. Also, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil Village.